das nutze ich doch gerade aus, dass ich da wieder mal schreiben kann auf der Tafel. Ja, wie wär's? Probier mal ein Beispiel. Da hätten wir also die Formel für die mittlere Geschwindigkeit. Und wenn mir jetzt jemand sagt, wie groß ist denn T1? Dann brauche ich nur die Formel umformen. So wie wir es schon gelernt haben. Als erstes möchte ich den Nenner weghaben. Dann machen wir da immer noch meinen Erinnerungsstrich. Das gilt für beide Seiten. Nachdem da steht, dividiert durch den Nenner, multipliziere das Ganze mit dem Nenner. Dann hätten wir da stehen. So, jetzt haben wir das gesuchte T1 da in der Klammer drinnen. Also muss ich die Klammer da ausmultiplizieren, dass das allein da steht. Ja, und jetzt möchte ich einfach, dass nur mein Tester da alleine auf der Seite steht und alle anderen Sachen bringe ich auf die andere Seite hinüber. Da steht ja ein positives Vorzeichen. Wenn wir das jetzt da subtrahieren, da sieht man aber schon, was einem nicht gefreut, das Minus da. Ich kann ja das Ganze einfach mit minus 1 multiplizieren. Naja. Mir ist das gar nicht aufgefallen, wie die Tafel da quietscht. So, das werden wir jetzt noch ein bisschen sortieren. Und dann tun wir die ganze da noch durch V dividieren. Das war's, schon haben wir das T1. So leicht geht es. Und weil die Tafel so schön quietscht, machen wir den noch eins. Da mit der Mischungstemperatur. Das sind die beiden Temperaturen, das sind die beiden Massen und das meine ich ist die spezifische Wärmekapazität. Jetzt möchte ich die Masse 1 wissen. Das funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip wie vorher. Den Nenner müssen wir mal wegkriegen. Also multipliziere das Ganze mit dem Nenner. Und nachdem wir da einen Teil aus der Klammer wollen, multipliziere ich mal die Klammergeschwindigkeit aus. Natürlich kann ich jetzt farbig hervorheben, was ich haben möchte. Da kommt das M1 vor, da kommt das M1 vor. Und die beiden muss ich natürlich auf alle Seiten holen. Das heißt, den Teil muss ich hinüberbringen, den Teil muss ich auf die linke Seite bringen. Wie mache ich das? Minus M2Tn, dann verschwindet der. Jetzt habe ich da noch das M1, wir kriegen das herum, minus das.
Da sieht man schon M1, M2. Das kann ich auch herausheben. Durch die Klammer und schon habe ich das M1. Das reicht mir. M1 kann ich ausrechnen. Also wer das Video gesehen hat, bevor ich es gelöscht habe, der hat mitgekriegt, wie leicht man sich verrechnen kann, wenn man vor so einer blöden Tafel steht. Ist mir halt auch passiert. Aber jetzt mache ich dafür das Beispiel mit der Linsengleichung da nochmal. Diesmal hoffentlich richtig. Dann haben wir da die Linsengleichung. Dann tue ich als erstes einmal, wenn ich G ausrechnen will, das G aus dem Nenner heraus, indem ich es mit G multipliziere. Dann bringe ich beide G auf eine Seite. Und dann hebe ich das G heraus. Und jetzt brauche ich nur mehr durch diese Klammer dividieren. Und schon habe ich das. Schöner wird es schon, indem ich diesen Doppelbruch da auflöse. Naja, wie läuft es? Ich muss die zwei auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und Division durch einen Bruch ist ja eine Multiplikation mit dem Kehrwert. Und jetzt haben wir es richtig da. So schaut es nämlich aus.